drin auf Kobolde auf. Ja, einen kleinen Eiswürfel. Herzlich willkommen zur nächsten Runde, Gneck. Jetzt sind wir auch ein Eismensch. Passt natürlich. Und los geht's. Wir probieren immer noch ins Dorf zu kommen. Wir müssen gleich gegen ein paar Kobolde kämpfen. Alter, jetzt hat er ordentlich Power. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und geschafft. Aber schön immer mit einem Schlag darin. Gefällt mir mit den Kristallen. Oh, surfen. Boah, das fetzt schon. Jetzt bin ich voll. Schade. Jetzt wieder ganz vorsichtig. Hey, ich muss mal an so einer Stelle kämpfen, ey. Klar, Holz kriegt er nicht kaputt. Ja, da gibt es noch einen Kristall, den hole ich mir noch. Meiner. Alles einsammelt, auch wenn es nichts mehr bringt. Dazu könntest du mich austricken mit deiner kleinen Schneekugel. Ah, auch einen ordentlichen Kampfradius hat er jetzt. Das fetzt schon. Sind wieder welche. Okay. So. Aber von den Kristallen gibt es ja zum Glück genug. Dann hast du eine ordentliche Panzerung. Was ist das, Alter? Granatentyp. Die Wand sieht zerbrechlich aus. Jawohl. Es gibt wieder ein Steinchen. Wir haben jetzt die größten Maschine auf der ganzen Welt. Gut, die mit diesen Stöckern machen auch ordentlich Schaden. Das habe ich nur bis jetzt noch nicht gesehen, weil ich sie zu schnell besiegt habe. Ich sollte langsam aufpassen. Ich habe fast keinen Panzer mehr rundherum.
Alter. Einmal die ganze Panzerung weg. Was? Noch mehr, die mir hier auf den Zünder gehen. Fertig gemacht. Was kommt jetzt noch? Okay. Kleiner weiter. Habe ich alles eingesammelt? Jawohl. Und dann geht's weiter. Auf der Suche nach unseren Freunden. Eis ist rutschig und nicht klebrig. Gibt es so schwierig teilweise voran. Ja, da geht's rein. Sonnenkristalle brauche ich zurzeit auch nicht, weil ich gut durchkomme mit denen. Aber wir heben es uns mal lieber auf. Das muss irgendwo verschwinden. Ein ganz neuer Look für mich. Gefällt's dir? Du siehst richtig krass aus. Das fühlt sich auch krass an. Aber ich muss schnell machen, wenn ich draußen bin. Ich schätze, ich habe nur eine Minute. Dann schmilzt mich die Sonne auf Normalgröße. Na, eine Minute reicht vielleicht. Siehst du die Querbalken da am Tor? Aha. Mechanismus, der sie steuert. Mhm. Das sind die Ziele. Kapiert. Kacke. So. Haben wir es erstmal verloren? Gut, wir kriegen die Rüstung wieder. Tauchen nicht wieder auf, oder was? Oh, da gibt's wieder was. Schade. Ein bisschen Eisenergie da hinten in der Ecke wäre natürlich gut gewesen. Hm. Ein Schuss und down. Kristalle. Der sah schon ein bisschen mies aus. Hätte der mich erwischt, ich glaube, ich wäre dreimal tot gewesen. Das ist natürlich cool. Startst du immer wieder hier und kriegst wieder deine Energie. Kacke. Wie habe ich den gerade eben erledigt? Und erledigt. So.
Dann das zweite öffnen. Nur noch ein Tor. Viel aufladen und los geht's. Die letzte Runde. Noch was zu sammeln. Wusste ich doch. Jetzt hätte ich es gebrochen. Alter, braucht er viele Schläge. Erledigt den Kleinen. Ich hoffe, das war... Jawohl. Sie bewachen das Gebäude. Ob Sie dort die Relikte lagern und das ganze andere gestohlene Zeug? Tja, ich hoffe es. Bisher war ja nicht viel zu holen. Wir sehen uns dann dort. Du musst wohl den langen Weg nehmen. Sorry. So, mein kleiner Eiswurf. Jetzt haben wir es in die Feste geschafft. Dann mal schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.